Hallo Leute, es geht weiter mit Quantum Break. Okay. Voilà. Auswahl bestätigen. Do it. Töte sie. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. LB, ach so, ich muss LB drücken. Ich bin so blöd, ich habe LT gedrückt. Scheiße. Tut mir leid. Wir fahren eine harte Linie. Alle möglichen Bedrohungen für unseren Plan müssen ausgelöscht werden. Bringen Sie sie und die anderen zu der Ground Zero-Operation. Der Schwarze sieht echt mies aus. Machen Sie es kurz und schmerzlos. Und echt. Nein, wartet! Bitte! Aufhören, bitte! Schmerzlos. Bitte! Er ist schon ein guter Mann eigentlich. Das zeigt es ja. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. So. Das sind unsere Entscheidungen. Okay. Fortfahren. Und jetzt kommt eine Serie, die ist, glaube ich, entweder 20, 22, 25 Minuten lang. Und ich werde das laufen lassen. Das wird interessant. Und es geht los. Eine echte Serie. Geil. Mal schauen. Angeblich sehr gut. Und wie man sich entscheidet, so richtet sich auch das in der Serie. Wow, die Grafik, die sieht so echt aus. Die Zeit ist um. Was wollen Sie von mir? Namen. Zeugen, jeden, der Monarch belasten kann. Krasse Grafik. Sehen Sie die beiden Männer neben Ihnen? Nun, ich werde aufstehen und dann gehen. Dann wird der Mann da rechts Ihnen in den Kopf schießen. Fick dich. Opa. Hast du ein Problem? Und die Haare sind so richtig schön gemacht. Ja, 2016, normal. Star Wars. Die sehen echt so aus. Der sieht
sieht aus wie ein Vampir, Alter. Guck mal die Augen an. Wenn ich den Abend sehen würde, ich würde ohnmächtig. So große Augen. Liam? Begleiten Sie mich. Ihre Arbeit war umsonst. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Wie konnte das passieren? Das Wie ist unwichtig. Sie müssen ihn finden. Wincott versucht ihn zu lokalisieren. Klasse. Was soll das? Was? Sie haben doch was. Die Universität. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war schlampig. Liefen Ihre bisherigen Einsätze alle glatt? Gehen Sie nach Hause, Liam. Warten Sie auf den Anruf. Ihre Frau vermisst Sie sicher schon. Harry Potter! Okay, also die Rathaus-Server sind auf einer anderen Plattform als der Rest von Riverport, weil die Regierung Unternehmen beschäftigt, die eine Zwei-Wege-Verbindung benötigen. Das bedeutet Schwachstellen. Also müssen wir nur... Wo? Wo, was? Du sagtest Schwachstellen? Halt einfach die Klappe, Brenner. Gut, wir müssen uns jetzt einfach nur als ein Client anmelden, der bereits Zugang zum System hatte und uns den Weg durch die Löcher in der Firewall bahnen. Und nehmen wir an, dass all diese Ports offen gelassen wurden, müssen wir einfach nur Protokollnummern verwenden und uns voranarbeiten. Verstanden? Komm schon. Und wir sind drin. Na, Verkehrskameras, Dashcams, Computer in der Zentrale. Meine Fresse, ich könnte die Polizeiscanner kapern und eine Fahndung nach deiner Mutter einleiten. Was soll der Scheiß da? Was ist das? Das ist Kaffee. Ja, ich weiß, dass es Kaffee ist. Was hat ihr auf meinem Tisch zu suchen, Brenner? Schon mal gesehen? Hm? Kennst du sowas? Ein Untersetzer, ja. Gibt's sowas nicht in Idaho? Iowa. Egal. Benutze ihn. Gut. Was kommt als nächstes, Brenner? Keine Ahnung. Das war mir schon klar. Das tut mir echt leid für dich. Jetzt müssen wir nur noch eine E-Mail an Bürgermeister Rackley schicken, in der wir ihm mitteilen, dass ihm Monarch seine eigenen Sicherheitskräfte anbietet. Das wird er natürlich schlucken, weil wir ihn ohne sein Wissen außer Gefecht gesetzt haben, als er einen Moment nicht aufgepasst hat. Und so, Brenner, bringt man Riverport unter Monarch-Kontrolle. Das ist abgefahren. Scheiße. Martin. Er heißt Martin. Oh mein Gott. Mr. Hedge, perfektes Timing. Ich wollte gerade... Wincott, was Neues wegen Joyce? Joyce, ja, ich... Die Kamera ist angezapft, es fehlt nur sein Standort. Bleiben Sie dran. Wenn Sie ihn finden, kontaktieren Sie Burke direkt. Ich glaube, unter uns befindet sich ein Verräter. Verräter, das ist... Hallo? Hallo, ich will Sie nicht aufhalten, Mr. Hedge, vielen Dank. War das Martin, Hedge? Verpiss dich aus meinem Büro. Verpiss dich aus meinem Büro. Los. Der sieht echt aus wie Harry Potter. Bist du? Mein Gott. Verdammt nochmal. Zeig dich, na los, Joyce. Ein scheiß Tag auf der Arbeit heute. Es tut mir leid. Ich bin einfach... Ich habe geträumt, du wärst eine Katze. Eine Katze? Mhm.
Mit richtig großen Bärentatzen. Ich wäre ein Affe. Viel zu groß für deinen Körper. Ein ganz merkwürdiges Tier. Aber ich wusste, dass du es bist. Ich muss bald wieder zurück zur Arbeit. Du arbeitest mehr als alle anderen Field Manager in der Geschichte des Field Managements. Ich weiß. Baby, du warst 2 Tage nicht zu Hause. Deine Mutter stellt sich wieder an. Oh, ich? Wirklich. Sie stellt sich also an. Hm? Sie stellt sich ganz schön an. Was ist? Ne? Was? Das ist nicht gut für dich. Komm schon. Okay. Oh, du gewinnst. Schließ die Augen. Keine 10 Minuten und schon geht's los. Schon okay. Geh. Ich hab was zu Joyce. Was gibt es? Ich konnte ihn zu einem Lagerhaus verfolgen. Hacker Burgundy und Wilkins. Er befindet sich in der Nähe des Ground Zero. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich muss dann los. Der hat nicht mal geduscht. Alan Wake. Überall Werbung. Die Polizei von Riverport bittet die Bürger, sich vom Ort des Geschehens fernzuhalten und downtown. Oha. Aha. Vom Ort des Geschehens fernzuhalten und Downtown möglichst zu meiden. Wir haben versucht, eine Stellungnahme von Monarchs Geschäftsführer Martin Hatch zu erhalten. Doch das Unternehmen verweigert jeglichen Kommentar. Die Ursache für die vorzeitige Sprengung der Bibliothek ist noch nicht bekannt. Ein Verbrechen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Mehrere Dutzend Menschen haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor der Zentrale von Monarch versammelt und fordern Antworten. Unsere Gedanken sind bei den Familien von Amy Ferraro. Anderen, die derzeit vermisst werden. Paul, es hat sich was ergeben. Jack. Sie haben es also gesehen. Heute Abend auf der Insel. Er wird da sein und er will seine Rache. Er muss gestoppt werden, sofort. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf die falsche Sache. Ihr Verräter der 5. Kolonne? Sie sollten das nicht einfach so antun. Joyce hatte Glück, er ist entkommen. Er ist fort. Er ist nicht dumm genug, zurückzukehren. Unsere einzige Schwachstelle ist intern, Paul. Begreifen Sie das? Sagen Sie mir was, was ich noch nicht weiß. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Chef. Und ich möchte einfach nicht, dass Sie mit ihm untergehen. Dann finden Sie ihn.
wie der aussieht. Wenn Blicke töten könnten. Gelöst. Echt? Ich habe gerade erfahren, dass Monarchs Sicherheitskräfte mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten, um im weiteren Verlauf dieser beunruhigenden Geschehnisse die Sicherheit der Bewohner von Riverport zu gewährleisten. Was läuft, IT? IT in deinen Träumen. Hey, du hast keine Sicherheitsfreigabe für mein Büro. Sicherheitsfreigabe? Zugang gewährt. Du hast bestimmt wieder durchgearbeitet. Also? Das sind doch nicht wieder die Glibbereier. Nein, keine Sorge. Bleib cool, die sind neu. Oh Mann. Fiona Miller. Und weg. Du bist entlassen. Also was soll der Affentanz? Was zum Teufel geht da draußen vor? Der Affentanz? Ja, der Affentanz. Eigentlich ist alles gut. Alles ist gut? Alles ist gut. Gestern gab es eine Schießerei in der Universität. War kein Problem für mich. Na gut. Glaubst du, die sagen die Party heute Abend ab? Machst du Witze? Niemals. Ich weiß, was er tut. Gehst du hin? Auf eine Party? Ich? Auf eine Party? Ich weiß nicht. Wir könnten ja zusammen hin. Okay. Mhm. Ja, gut. Alles klar. Okay, Kumpel. Und was siehst du an? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich nackt. Gut, gefällt mir. Ich muss wieder an meinen Platz. Also, bis heute Abend? Ja. Bis heute Aha. Abend? Ja. Es steht auf die... Kollege. Komm. Von so viel reden muss ich Wasser trinken. Das wird mein längstes Video sein. Oh ja. Das ist nicht, wonach es aussieht. Fuck, Beth. Warum ausgerechnet du? Du musst mir zuhören. Sofort weg von dem Van. Weg da. Sofort. Lass die Waffe fallen. Geht leider nicht. Du hast 3 Sekunden, dann drücke ich ab. Ich habe gute Reflexe. Und du bist eine miserable Schütze. Nein. Oha. Nein! Er ist fort. Merkst du, was hier abgeht? Die Anomalie. Es werden immer mehr. Beth, was ist? Was geht hier vor? Die Zeit löst sich auf. Das Ende kommt näher und Joyce könnte der Schlüssel sein. Warte, warte, das Ende von was? Beth, das Ende von was? Der Zeit! Der Zeit! Des Lebens, wie wir es kennen, das gesamte Universum, weg. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Sie wussten, dass es geschieht. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Hände auf den Kopf und runter auf die Knie. Brown. Wilder, ich werde es nicht noch einmal sagen. Joyce hat gerade die Hälfte meiner Männer erledigt. Wer ihm wohl geholfen hat? Wir sind unbewaffnet. Ich habe auf einen Notruf. Ist mir scheißegal. Hey, ich gehöre zum Monarch. Auf die Knie! Liam, wenn Sie mich mitnehmen, ist das mein Ende. Und deins auch. Runter! Ja, tu, was er sagt. Sie dürfen uns nicht verhaften.
sonst findest du das Rettungsboot nie. Denk an Emily. Entspann dich. Liam! Halt's Maul! Oha. Mein Gott. Dieses Rettungsbootprotokoll. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es hat irgendwas mit Dr. Kim zu tun. Dr. Kim? Wenn du es in sein Labor schaffen würdest. Das ist unmöglich. Es wurde geschlossen, nachdem er verschwunden ist. Kennst du jemanden, der dich reinbringen kann? Mal ehrlich, Leute. 39 geschafft. Noch 40 zu erledigen. Und noch eine. Lecker. Danke, Fiona. Das ist ja widerlich. Nicht gefallen. Scheiße, sein verdammter Goldjunge. Charlie, ich brauche deine Hilfe. Ja. Können wir kurz ungestört reden? Ich habe eigentlich zu tun. Ja, dein Büro wäre gut. Es geht auch ganz schnell. Ja. Also, was ist mit Joyce passiert? Oh, da war gar nichts. Da war gar nichts? Ja. Also, er war ganz einfach nicht da, oder was? Nein, Hatch. Er hat mich neu eingeteilt. Er will, dass ich das Standortlabor auf der Insel sichere. Er glaubt, dass Joyce dahin will. Ich soll mir hier Zugang besorgen. Kannst du helfen? Ja, klar. Ich sehe, was ich tun kann. Danke. Es ist schon komisch, dass du sagst, dass ich die Spur zu Joyce als wertlos erwiesen hat, weil ich weiß auch nicht. Es sieht aus, als wäre er dort gewesen und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich. Aber das ist seltsam, wenn du arbeitest für Monarch und dieser Typ da arbeitet ganz sicher nicht für Monarch. Ich könnte näher ran. Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir gerade die Security auf den Hals gehetzt. Du hast 20 Sekunden. Du blöffst. Hey, bleib gerne hier und find's heraus. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird. In etwa 15, 14, 13, 12, 11, 10. Viel Glück, Kumpel. 9. 8. Alle Sicherheitskräfte Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Ich hab's gewusst. An alle, er ist auf Ebene B, neben der Hauptüberführung. Verdammte Idioten! Hier, stopp! Er ist kein verdammter Superheld. Brenner, ich kümmere mich drum.
Ja, ich weiß, ich weiß. Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus. Ich wiederhole, südliches Parkhaus. Vierter Stock. Zweiter Stock, versperrt ihm den Weg! Er fährt einfach vorne raus! Okay, er fährt südlich auf der Eastman, südlich auf der Eastman. Team Phantom, er bewegt sich auf euch zu, er ist schnell, passt auf. Verstanden. Haltet ihn, haltet nicht. Na los, das schaffst du. Bleib an ihm dran! Bring uns neben ihn! Zu Ende? Ja. Okay, dann hier machen wir Schluss. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.